Dann hat er mir am Freitag um 2:30 noch den ganzen Tisch vollgeknallt. Am Freitag um 2:30. Hey, hören Sie mir zu? Hm? Was war das? Kretschmer hat mir am Freitag um 2:30 noch den ganzen Tisch voll Akten geknallt. Am Freitag. Der hört sich heute anders an, oder? Irgendwie wütend. Wundert mich, dass Sie den noch nicht auseinandergenommen haben, so zwanghaft wie Sie sind. Ja, hört er sich halt komisch an. Scheiß drauf. Sind Sie fertig? Was bin ich? Hoffentlich fertig. Nee, das davor. Zwanghaft. Jetzt schauen Sie mich mal nicht so an. Allein schon, wie Sie Ihre Akten sortieren oder Ihren Schreibtisch. Oder wie Sie die Bleistifte anspitzen. Alle immer... Ja, alle in einer Länge nach Stärken sortiert. Von H nach HB, H über 2H. Aber nur bis 2H. Ja, niemand würde 3H zum Schreiben benutzen, der bricht viel zu leicht. Sehen Sie, genau das meine ich. Sie sind halt ein Spießer, da können Sie nichts dran ändern. Erst bin ich zwanghaft und dann bin ich ein Spießer. Also das ist doch Quatsch mit Soße. Allein schon das. Wer sagt denn heute noch Quatsch mit Soße? Sind Sie 1954 stehen geblieben? Ihnen sollte man echt den Stock aus dem Arsch ziehen und Sie damit verprügeln. Was? Ich kann schon locker sein. Und was wissen Sie schon über mich? Ich habe doch neulich erst noch einen Witz in der Kantine gemacht. Ich weiß, dass Sie Diamanten scheißen. So fest haben Sie Ihr Arschloch zusammengekniffen. Ach ja? Sie sind aber auch nicht gerade ein Vorbild mit Ihrer lockeren Arbeitseinstellung. Das ist die Antwort, die Ihnen dazu einfällt? Na gut, wenn Sie so unverkrampft sind, dann lassen Sie doch Taten sprechen. Taten? Ja, machen Sie mal was Außergewöhnliches. Gut. Gut. Was soll ich tun? Sie kopieren Ihren nackten Arsch. Hier und jetzt, auf dem wütenden Biester. Machen Sie nicht, Spießer. Das denken Sie, ja? Ha. Gut. Gehen Sie raus und ich leg los. Nee, nee. Ich bleib hier. Wie bitte? Hosen runter. Ich kann doch nicht. Aha. Das ist ein Test. Gut. Gut. Ist das eigentlich schädlich? Ich weiß nicht warum, aber sie machen mich unfassbar scharf.